Hast du ein BitLocker geschütztes Speichermedium und kommst jetzt nicht so direkt an die Daten ran? Oder du willst an die Daten zugreifen, aber du weißt jetzt nicht mehr, wie es geht? Du hast dieses Problem? Dann habe ich einige Tipps und Tricks für dich, wie du da dran kommst. Hallo, ich bin Adam von Wondershare Recover It und wir machen hier auf diesem Kanal Videos für euch, wie ihr an Daten wieder rankommt. Denn Wondershare Recover It ist ja das Programm für die Datenwiederherstellung und für die Sicherung von allen möglichen Speicher-Dateitypen, also über 1000 mögliche Dateitypen können wiederhergestellt werden und auch von unterschiedlichsten Speichertypen, also ob das jetzt ein kleiner USB-Stick ist oder eine SSD-Festplatte oder eine mechanische Festplatte, alles gar kein Problem. Wondershare Recover It kann damit umgehen. Gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Problem hier im Titel von dem Video. Es geht um den BitLocker und da wollen wir jetzt mal an die Daten ran. Aber was ist denn BitLocker eigentlich? BitLocker ist ein Microsoft-Produkt, mit dem ihr Laufwerke, Dateien verschlüsseln könnt und mit einem bestimmten Schlüssel kommt ihr denn wieder an die Daten ran. Aber manchmal hat man das eine oder andere vergessen und weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Oder auch ihr habt vor, BitLocker zu verwenden und da ist gleich auch ein Tipp mit dabei, was man am Anfang beachten sollte, damit man später, falls man irgendeinen Schlüssel vergisst oder ähnliches, da wieder an die Daten rankommt, dass Microsoft einem hilft, den Zugriff wieder zu erlangen. Die beste Möglichkeit ist hier Wondershare Recover It zu nutzen. Und das Ganze funktioniert ganz gut, solange ihr nur den Recovery-Schlüssel für den BitLocker besitzt. Zuerst musst du den Schlüssel nutzen und danach kannst du die Dateien mit Wondershare Recover It wiederherstellen und sichern. Also Wondershare Recover It unterstützt multiple Formate von Foto, Video und Dokumentendateien und so weiter. Über 1000 Formate insgesamt. Du startest Recover It. Dann wählst du das gewünschte Laufwerk aus. Nun lässt du die Suche durchlaufen. Das kann eine Weile dauern. Und dann suche die Dateien aus, welche du wiederherstellen möchtest. Und sichere diese auf einem gewünschten Laufwerk mit genügend Platz. Und am Anfang habe ich schon erzählt, jetzt kommt ein Tipp für alle, die BitLocker noch nicht benutzt haben und mit der Idee spielen, was man beachten sollte, und zwar etwas Bestimmtes sich schon mal vormerken für die Zukunft. Du hast die Möglichkeit von Microsoft, den fehlenden BitLocker-Key zu erhalten. Microsoft BitLocker Drive Encryption. Und nun kommt es drauf an, dies ist nur möglich, wenn du die Option gewählt hast, BitLocker Key in Microsoft Account zu sichern. Und das ist eine ganz große Empfehlung. Und nun, um dran zu kommen an diesen Code, den du gesichert hast, musst du Folgendes tun. Aufrufen der BitLocker Recovery Seite. Anmelden mit dem Microsoft Account Namen und Passwort. Sobald du eingeloggt bist, siehst du den Schlüssel. Kopiere diesen zum Beispiel mit Markieren und dann Steuerung plus C drücken. Und nun kannst du den Schlüssel benutzen, um das Laufwerk zu entschlüsseln. Ja. Wenn das alles noch nicht funktioniert hat oder du noch eine andere Methode brauchst, dann gibt es tatsächlich noch eine, und zwar das Laufwerk nehmen und an einen anderen Rechner anschließen. Und hier kannst du zum Teil die Sicherheit umgehen, um an deine Daten wieder ranzukommen. Und dies kannst du über die Systemsteuerung machen, auf System und Sicherheit klicken, BitLocker Laufwerk Entschlüsselung, dann auf Schalte den BitLocker abklicken, eine nochmalige Bestätigung wird gefordert, hier bestätigen, ein paar Sekunden abwarten. Nun entschlüsselt das System das Laufwerk. Und mit einer von diesen drei Methoden bist du hoffentlich jetzt zu deinem Ziel gekommen, das Laufwerk wieder zu entschlüsseln und an deine Daten wieder dran zu kommen. Dann fehlen jetzt nur noch drei Dinge. Und zwar einmal aufs Abo, auf die Glocke und einen Daumen nach oben vergeben. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, wenn es wieder heißt, Wondershare Recover It hilft euch bei PC, Mac oder Datenproblemen. Bis bald, macht's gut und tschüss.